So, dürfen wir jetzt erstmal Zeichnungen machen lassen. Die Bahn Kinder anschauen. Wie fröhlich und glücklich sie sind. Kaum zu glauben, dass daraus irgendwann mal Andergaster werden. Tja, ein Schäfer. Ich lenke ihn besser nicht ab. Das Schaf wird noch früh genug geschlachtet. Es ist still auf dem Seminarhof. Die Eleven sind bestimmt auf einem Manöver im Wald. Schweine. Ah, der Kreis des Lebens. Hier werden die Ferkel gesäugt und im Gasthof gibt es Schweinebraten. Ein ewiger Kreislauf. Das Wirken. Circle of Life. Simba. Da können wir nicht lang, da könnte man lang. Ich wäre erstmal in die Schankstube. Und. Kannst du mir den Angreifer aufmalen? Ich kann es versuchen. Das ist er. So sah er aus. Aha. Ist das ein Zauberstab auf seinem Rücken? Danke, Hilda. Du hast mir sehr geholfen. Ich hoffe nur, sie werden dieses Ungetüm so schnell wie möglich fangen. Bis dahin werde ich kein Auge zubekommen. Keine Sorge. Es gibt bereits einen Plan. Den Göttern sei Dank. Würde mich nicht wundern. So, hier sollten wir uns mal umschauen. Oha. Bitte nicht. Die Spuren führen hinauf zu meinem Fenster. Im Schrank. Was ist das? Noch mehr Scherben? Jemand war letzte Nacht hier und hat im Licht der Laterne irgendetwas Stück für Stück auseinandergepflückt und uns dabei beim Schlafen beobachtet. Was ist hier los? Ist ja komisch. Außer den Scherben ist hier, was auch immer hier war, hat sich nicht viel in meinem Zimmer bewegt, nur beobachtet. Ich will sie nicht wecken. Tja. Es geht noch hier lang. Wer oder was immer das war, es konnte klettern. Vielleicht in den Wald geflohen. Die ganze Lichtung leuchtet. Hier ist so viel Magie in der Luft. Ich kann meine eigene Hand nicht sehen. Aha. Was ist das auf dem Boden? Ein Bannkreis. Wenn uns wirklich ein Dämon erwartet, kann man mit einem Bannkreis erst einmal nichts falsch machen. Es ist der richtige Zauberspruch, der mir Sorgen bereitet. Hast du gefunden, was wir brauchen? Wozu die Zeichnung? Ich muss wissen, mit was für einem Wesen wir es hier zu tun haben. Suche Leute, die etwas gesehen haben und male, was sie dir erzählen. Wozu die... Du willst einen... Du bist doch nur eine... Natürlich. Mit was kann man einen Dämon ködern? Das hängt von dem Dämon ab. Finde heraus, ob vielleicht gibt es eins anschließend... Ja, okay. Was ist ein Kraft... Ein weiteres magisches Artefakt. Es ist gefüllt mit Astralenergie, auf die ein Magier zurückgreifen kann, sollte seine eigene Kraft nicht ausreichen. Bis vor kurzem besaß Eurich einen... Doch er wurde ihm gestohlen. Finde heraus, wer ihn hat und bring ihn mir. Ich nehme an, es war jemand in der Akademie. Ich mach mich dann mal weiter. Bis später. Bis dann. Die Krieger im Tempel, sie halten mich zumindest...
Ach, vielleicht können wir die grobe Skizze schon geben. Mehr hat Hilda nicht gesehen. Man sieht gar nichts. Versuche noch einen Zeugen aufzutreiben. Aber außer Hilda war niemand auf der Lichtung. Schau dich um. Vielleicht haben wir etwas übersehen. Vielleicht kann er uns irgendwie helfen. War das der Dieb? Er trug genauso einen Stab auf dem Rücken. Aha. Schön, euch wiederzu. Wollt ihr denn nicht? Nein, danke. Was für eine. Letzte Scherben. Sagt euch das etwas? Es könnten die Reste der Schatulle sein, die mir letzte Nacht entwendet wurde. Oder auch nur ein Haufen bunter Scherben. Ich weiß es nicht. Vielleicht können wir mal. Es geht nicht. Es geht nicht. Aha, Scherbenhaufen. Jetzt funktioniert es. Das Ganze war eine hässliche Glasschatulle. Auf dem Deckel ist eine Aussparung, als wenn ein einzelnes Teil noch fehlt. Vielleicht kann der Verkäufer uns behelfen. Sagt euch das etwas? Bei Fex! Das ist sie! Das ist die Glasschatulle, die mir gestohlen wurde! Wo habt ihr sie gefunden? In den Straßen. Jemand hat sie Scherbe für Scherbe auseinandergepflückt. Ja, und nur die Rubine behalten. Es fehlen Rubine? Ja, das Loch auf dem Deckel trug einen Glasrubin. Jemand geht rum und klaut Rubine? Ja, angeblich sind zwischen hier und dem Mittelreich in den letzten Wochen mehrere solcher Klunker verschwunden. Ich sollte Breda davon berichten. Dürfte ich jetzt die Schatulle wiederhaben? Oh, jetzt ist sie mir einfach in den Händen zersprungen. Ach, behalt sie. Ist doch eh alles nur Unsinn hier. Okay, berichten wir ja. Jetzt funktioniert es. Auf dem Deckel. Vielleicht den Köder. Die Spur hat mich zu dieser Schatulle geführt. Dann war es nicht das, was er suchte. Sonst hätte er sie ja nicht zurückgelassen, oder? Was ist das für ein Loch im Deckel? Da scheint etwas zu fehlen. Ja, ein Rubin. Die Spur hat mich zu. Dann. Die Spur hat. Dann. Was ist das? Es bringt mir. Hier ist so. Breda? Hm? Was war das Problem mit meinem. Man sieht gar nichts. Aber außer Hilda war niemand. Schau dich um. Ich mach mich da. Bis später. Bis dann. Ja. Am besten müssen wir den Typen finden, der uns die Frage gestellt hat. Das könnte helfen. Vielleicht weiß er was. Ach was. So viele Möglichkeiten sind hier gar nicht mehr. Vielleicht weiß der Schäfer was. Das bringt nichts. Ach was. Auf den Akademiehof. Heda, Vogelfänger! Das Kampfseminar ist nur für Magier und Novizen. Was willst du hier? Nee, der könnte uns weiterhelfen, der Ulrich. Magister Bodiak bat mich zu kommen. Er hat ein Artefakt, über das ich ihm mehr erzählen soll. Nun gut. Sein Zimmer ist im zweiten Stock, direkt neben dem Aufgang. Magister Eichwarts altes Zimmer? Woher weißt du das? Lange Geschichte. Ich geh dann mal. Und bleib auf dem Weg. Wenn ich dich woanders sehe als im Zimmer des Magisters, fliegst du hier hochkant raus.
Ich weiß, wir waren uns nicht immer wohlgesonnen. Aber bitte beschützt Nuri und gebt ihr bald ihr altes Wesen zurück. Wir hätten es verdient. Da gab es ein Rätsel mit dem, da ging es runter zu dem Artefakt. Das ist jetzt das vierte Mal, dass ich hier einbreche. Das letzte Mal habe ich nach Zaubersprüchen gesucht, die Nuri helfen könnten. Aber alles, was ich gefunden habe, waren Wildnisführer und Anleitungen zum Kämpfen. Die Latrinen, lecker. Dafür habe ich meinen eigenen Nachttopf. Ich brauche keine Kohlen. Nein. So eine Puppe könnte Nuri gefallen, wären sie nur nicht zu groß zum Tragen. Here we go again. Schauen Sie mal um. Das sind nur Abschriften von Büchern, die ich letztens erst geklaut habe. Oha, ein Schatten. Hallo? Oh, hallo mein Freund. Du siehst nicht aus, als würdest du hier hingehören. Kann ich dir irgendwie helfen? Wer bist du? Ich? Ich lerne hier. Zaubern, kämpfen, noch weniger zaubern, noch mehr kämpfen. Wer als Kind von Magie träumte, verliert hier schnell seine Illusion. Es sei denn, er kommt zu mir. Das heißt? Ich gebe der Magie ihre Magie zurück. Und wie machst du das, fragst du? Nun, das hängt ganz von den Bedürfnissen meiner Kunden ab. Ja. Was machst du da? Ich liege mit einer Erkältung im Bett, während die anderen im Wald herumlaufen und Krieg spielen. Sieht eher aus, als würdest du kleine Honigklumpen kneten. Richtig. Aber außer dir und mir weiß das niemand. Was machst du wirklich? Warum der Honig? Ich bin über Umwege an einen Zauberspruch aus Punin gekommen. Es hat mich einige kleinere Gefallen gekostet, aber das war es mir wert. Siehst du diese Honigmünze, die ich gepresst habe? Pass auf! Weiches erstarre, fließendes verharre. Der Honig ist nun hart wie Stein, aber leider noch zu durchscheinend, um als echte Golddukate durchzugehen. Aber mit der richtigen Mischung könnte es bald gehen. Falschgeld zaubern. Du kannst Flüssigkeiten verhärten? Ich würde es eher aufwerten nennen. Mein Honig-zu-Gold-Experiment ist dann nur der Anfang. Für weitere Vorschläge bin ich jederzeit offen. Wie wär's mit Stein zu Gold? Dann suchen wir den Stein der Weisen. Was kannst du mir über Breda erzählen? Oh, Breda ist brillant. Die Magister haben einen Narren an ihr gefressen. Und trotzdem gehört sie eindeutig zu den Guten. Sie glaubt noch mehr an die Magie in den Dingen als ich. Diese ganzen popeligen Zaubersprüche heutzutage müssen sie unglaublich langweilen. Ich suche einen Astralspeicher. Du hast mehr Ahnung, als man dir ansieht. Ein echter Astralspeicher ist sehr selten und noch wertvoller. Ein Novize mit reichen Eltern hat mich angeheuert, dem Eulenmann seinen zu stehlen und damit in der Prüfung zu schummeln. Der Eulenmann? Magister Eulrich. Es ist ein offenes Geheimnis, dass er von seltenen Artefakten besessen ist. Lass das mal nicht die Artefaktjäger im Hersindetempel herausfinden. Wer weiß, vielleicht hilft mir dieses Wissen eines Tages meine eigene Prüfung zu bestehen. Wo finde ich den Speicher? Im Schlafsaal. Bei meinem letzten Einbruch habe ich bereits alles mitgenommen, was irgendwie hilfreich aussah. Für alles Weitere wende ich mich am besten an diese Breda. Dormitorium. Schlafzimmer. Aha, das Artefakt. Heda! Hä? Wer bist denn du? Raus hier! Aber sofort! Unsichtbar zaubern müssen dann wieder rein. Du schon wieder? Raus! Verdammt. Ich
Verdammt! Oder Errungenschaft freigeschaltet, trampelt hier. Kannst doch bestimmt hier irgendwie durchschleichen. Hm? Oder auch nicht. Müssten da irgendwas drauflegen können. Mache dir ein Truhe. Ich kann aus den Truhen was kriegen. Was wir drüber legen können. Nein, das ist alles Plunder. Nein, das ist alles. Hm? Verdammt. Die Gurken vielleicht. Hm? Hier ist nichts brauchbar. Nichts davon sieht irgendwie. Ach was. Ich weiß nicht. Ja, vielleicht können wir es reparieren. Nichts passiert. Das Holz ist schon. Aha. Ich kann nichts besorgen. Ich lass den. Jetzt müssen wir uns hier noch von hinten anschleichen. Und raus hier. Nice. Kraftspeicher geklaut. Ja? Ah, er ist es. Was willst du? Es geht um die Maske. Was ist damit? Ich will mein Artefakt zurück. Dein Artefakt? Nach Bredas Bericht hast du die Maske zufällig gefunden. Wo habt ihr sie hingebracht? Es ist meine Verantwortung, Unbeteiligte von jedweder magischer Entwicklung fernzuhalten. Das gilt ganz besonders für Heißsporne, die sich für angehende Magier halten. Was hat es mit der Maske auf sich? Ist sie gefährlich? Nur für jemanden, der Ur-Tulamidia beherrscht. Und mehr braucht dich nicht zu interessieren. Wenn ihr mir nicht mehr über die Maske erzählen wollt, können wir getrost das Thema wechseln. Ja. Ihr seid auf einmal so fröhlich. Kann ein alter Mann sich nicht auch mal freuen? Ich meine nur mit den Versteinerten und den Gerüchten über einen Dämon. Alles Geschwätz. Bald ist wieder alles beim Alten. Ihr scheint euch da ja sehr sicher zu sein. Das bin ich, mein Junge. Das bin ich. Wisst ihr inzwischen, was letzte Nacht geschehen ist? Was interessiert das einen Vogelfänger? Die Menschen haben Angst? Ach, die Schweinezüchter fürchten sich doch vor allem. Daher ist es wichtig, dass dieser Fall schnellstmöglich geklärt wird. Am Ende nimmt der Pöbel die Angelegenheit noch selbst in die Hand. Und was mit einem kopflosen Mob geschehen kann, haben wir letzte Nacht ja nun gesehen. Ich gehe dann mal wieder. Das wird auch Zeit. Vielleicht können wir es rumgucken. Ja, du schon wieder.
Ich gehe dann mal wieder. Das wird auch Zeit. Immer diese alten Sprachen. Bosparano, Urtula Media. Konnte man sich nicht von Anfang an auf eine einigen und dann einfach dabei bleiben? Immer diese alten Bosparano. Konnte man sich nicht von... Tja. Dann gehen wir mal in den Cloud-Speicher. Brauchen wir noch irgendwo einen Köder. Hier. Was ist das? Der Kraftspeicher. Odem Arcanum. Geron, das Ding ist noch nicht einmal magisch. Ich fürchte, du bist auf einen falschen Hasen hereingefallen. Na toll. Lass dich nicht verunsichern. Vielleicht war deine erste Spur ja richtig und du hast dich nur ablenken lassen. Und benutze diesmal die Linse. Ja, das wäre nicht schlecht. Die Kühnert. Also müssen wir noch mal ins... Breda? Hm? Institut. Ich finde den Kraftspeicher. Lass dich nicht ver... Vielleicht war deine erste Spur ja richtig und du hast dich nur ablenkt. Und benutze die... Ich mach mich da... Bis später. Bis dann. Eine Zeichnung brauchen wir auch noch von jemandem. Hat sich ködern lassen. Von der Tür rechts kommt ein leichter Schimmer. Und der hier? Kaum zu glauben, dass hier Magier forschen. In der ganzen Bibliothek ist keine einzige Spur zu erkennen. Nur zwischen den Regalen dort hinten glimmt es leicht. So. Oha, Truhe. Hm? Müssen wir natürlich wieder hin. Ach komm. Hm? Hat doch scheinbar nicht bemerkt, dass sein Ding weg ist. Was wir ihm geklaut haben. Um die Lampe herum schimmert es. Ist das vielleicht der Kraftspeicher, den Breda sucht? Nein, Geron. So, dann hier vielleicht. Ist es das, was du suchst? Odem Arcanum. Ja. Ja, das ist er. Gute Arbeit. Breda? Hm? Dämonenfalle, Köder und detaillierte Zeichnung. Was war das Problem mit... Man sieht... Versuche noch... Aber aus... Schau dich um. Ich mach mich da. Bis später. Bis dann. Tja. Der will uns nicht weiterhelfen, der. Hm. Ich nehme sie mal mit. Eine magische Muschel. Die magische Wiesmuschel. Genau, die magische Wiesmuschel.
Was ist sie? Da haben wir so. Ich komme jetzt mit ihm über die Muschel reden. Ja? Du schon wie? Ich gehe dann mal. Das wird auch. Oder auch nicht. Geht nicht. Ich kann mit ihm reden. Besser nicht. Ich brauche meinen. Besser nicht. Weißt du etwas über die Versteinerten auf der Lichtung? Nein, aber es ist nur eine Frage der Zeit, bis ich es tue. So lange kann ich nicht warten. Ja. Weißt du etwas über die Versteinerten? So lange. Unsinn. Ich weiß nicht. Vielleicht kann der Magier dort unten uns helfen. Torwache. Nein, er lauert doch nur. Nein, er lauert. Wo finde ich Magister Bodiak? Du nimmst die Treppe in den zweiten Stock. Sein Zimmer liegt direkt neben dem Aufgang. Und bleib auf dem Weg, wenn ich dich vor. Das ist jetzt das letzte Mal, aber alles. Ja. Das geht so nicht. Ich lenke ihn das Schaf. Ja, vielleicht. Er hat doch schon was gesehen. Was ist das? Ein Bild vom Angreifer letzte Nacht. Eines ist sicher, Fari ist das nicht. Okay, das ist nicht gerade sehr hilfreich. Vielleicht. Tut mir leid, Geron, aber ich kenne mich leider nur mit Feenmagie und Wein aus. Ja. Ich bringe dir gleich deinen Wein. Nur Geduld. Heda müsste das Fass erst anzapfen. Ja. Ach, Geron, lass das Fass bitte. Das Holz ist sehr alt und empfindlich. Der Wein fließt nun ungestört zu Boden. Das wird jetzt eine Weile dauern. Ich stelle die Karaffe einfach unter das Rinnsal und widme mich derweil dem Schinken. Fex sei es gedankt, sie hat nichts gemerkt. Ja. Ein bisschen Rotwein für den Herrn. Ich danke dir, Geron. Nicht nötig. Bis später. Eines ist sicher. Tut mir leid, Tut mir leid, Ja. Der war doch Urzeuger, oder nicht? Ich weiß bereits, dass sie nichts über. Achso, das war sie. Kannst du dich an noch etwas von Nein, nur an diesen unheimlichen Schatten. Ich werde diesen Anblick meinen Lebtag nicht vergessen. Ja,